Hattest du es schon mal gehabt, dass du vor deinem Schrank stehst und denkst, Mensch, nichts anzuziehen? Hallo, moin moin und herzlich willkommen hier wieder in der Geldschau und heute mal mit einem ganz anderen Thema, wo du dich vielleicht fragst, okay, hä? Was hat der Schütt jetzt geraucht? Ja, und zwar geht es um ein super spannendes Thema, wie du letztendlich durch verhältnismäßig wenig Maßnahmen viel besser aussiehst und damit in deinem Beruf, in deiner Freizeit und eventuell bei Frauen oder bei Männern, andersrum, besser ankommst, erfolgreicher wirst und so weiter. Und letztendlich im Beruf erfolgreicher heißt auch mehr Geld verdienen. Und deshalb begrüße ich hier und heute in der Geldschau Sarit. Und Sarit, erzähl du uns mal ganz kurz, was du uns heute mitgebracht hast, beziehungsweise um dem mal vorzugreifen, wir haben ja schon vor ein paar Tagen was vorbereitet. Ja. Aber du machst jetzt mal die Einführung, was wir heute unserem Zuschauer zeigen. Hi, vielen Dank für die Einladung erstmal. Gerne. Ich mache Fahrberatungen. Genau. Und wir finden heraus, mit welcher Farben sieht man fantastisch aus. Das ist für jeden unterschiedliche Farben. Ja. Das werden wir sehen. Genau, genau. Da hatte ich ja so ein paar Erkenntnisse, ja, ohne dem jetzt zu sehr vorzugreifen zu wollen. Das heißt, also lass mich mal ganz kurz, also du machst, also der Oberbegriff nennt sich Farbberatung, wobei du das ein bisschen anders machst. Ja, auch, ich sag mal, nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, einfach ein bisschen lustig, ein bisschen locker flockig, also nicht Pietät und Takt. Wir sind heute zusammengekommen, um die Farben zu prüfen. Ja, das interessiert, glaube ich, keinen. So, und du hast letztendlich so eine Farbberatung ja bei mir gemacht. Ja. Und ich schlage einfach mal vor, wir labern nicht so viel, sondern lassen einfach unseren Zuschauer daran teilhaben und geben von daher jetzt in die, wie das früher heißt, in die Matt. Machen jetzt eine Farbberatung? Jo. Hast du eine Idee, um was sich das überhaupt handelt? Naja, also das habe ich mal so aus Frauenzeitschriften, dass es so Winter- und Frühjahrstypen gibt und der eine verträgt knallige Farben, der andere eher nicht so knallige. Ja, also das ist so in etwa das, was ich über Farbberatung weiß. Sehr gut. Hast du es schon mal gehabt, dass du vor deinem Schrank stehst und denkst, Mensch, nichts anzuziehen? Sagt das Richtige jetzt? Ich wollte gerade sagen, ich bin keine Frau. Nein, ist schon vorgekommen. Ja, ich glaube, ein bisschen seltener als bei Damen, aber ja. Dass man einen Teil hat und denkt, okay, aber wenn ich das jetzt anziehe, dann geht das nur mit dieser eine Hose oder den einen Pulli zusammen und überhaupt nicht mit den anderen. Ja, also da gibt's. Wie soll ich sagen, also das habe ich bestimmt schon vor Jahren, wo ich einfach gesagt habe, okay, so einen Scheiß kaufe ich mir gar nicht erst mehr. Also von daher würde ich mal sagen, 80% der Sachen passen. Also ja, dass ich so bestimmte Farben einfach gar nicht habe, weil erstens gefallen sie mir nicht. Zweitens, also grün zum Beispiel ist irgendwie, würde ich mal sagen, nicht meine Farbe. Gut, aber du magst rosa gerne. Ja. Alle rosafarbenen? Also... Also ich glaube, die knalligeren Sachen sind einfach noch besser als die etwas faderen. Heute bin ich ein bisschen fad unterwegs. Okay, weil es gibt ja viele rosa Farben. Ja klar. Knallrosa, Pink, Neonrosa. Hier deine Tasche da, genau. Tasche, Lachsrosa, Korall, geht auch das Rosa durch manchmal. Aha, okay. Und so weiter. Mhm. Das erste Schritt bei der Farbberatung ist herauszufinden, okay, hast du einen kalten oder warmen Unterton? Das ist das allererste. Ich gucke mir deine Haarfarbe an, über hier. Toll. Jetzt müssen wir kurz in die Augen gucken. Jetzt checken wir kurz gegen mit Gold und Silber. Oha. Immer noch wegen kalt oder warm, ja? Okay, guck dir die Zähne an. Ja. Die Zähne. Ja. Die werden hier gelb. Ja. Und hier weniger. Ja. Genau. Stimmt. Hier passiert alles Mögliche. Auch in dein Gesicht wird ganz gelb. Ja. Hier eben nicht. Mhm. Gucken weiter jetzt mit sehr kalt und sehr warm. Ja. Und sehen in dein Gesicht, was der Unterschied ist. Wie der Unterschied ist. Ja, spannend. Alle Farben sind in alle vier Jahreszeiten vertreten, mit sehr wenigen Ausnahmen. Hier nochmal.
Oh ja. Man sieht jetzt sehr extrem, wie das Gelbe in der Tuch wirklich hochreflektiert. Ja, ja, ne? Ja. Ja. Dein 5 o'clock shade sieht eher dreckig aus. Hier ist es eher sexy. So. Das ist jetzt Kermit. Das ist jetzt Kermit, der kommt dich ja dann, wenn du bestimmte... Nachdem Miss Piggy da war, kommt jetzt Kermit. Ja. Guck dir mal hier an. Ja. Der Form vom Gesicht, ja. Ja. Ja, ja. Rund? Ja, stimmt. Runder. Ja, ja. Ja, spannend, spannend. Cool. Okay, guck in die Kamera und erst guckst du in den Spiegel. Guck genau deine Augen an jetzt. Das Augenweiß und wie die strahlen oder auch nicht. Hier gehen sie nämlich unter. Ne? In dieses Gelbliche, das hochreflektiert, wird eher Aufmerksamkeit auf die Linien. Bam. Ja. Deine Augen strahlen. Ja, stimmt. Ganz toll. Ja, ja, cool. Ja. Ja. Das ist ein bisschen gelblicher, blasser im Gesicht. Ja. Hier sieht man es besonders, die Linien werden intensiver. Ja. Scheint tiefer als hier. Stimmt. Ja. Spannend. Oh. Du bist ein kalter Unterton. Wir werden jetzt gucken, okay, ist es Winter oder Sommer? Ja. Ah, spannend. Bei Farbberatung handelt es sich auch gar nicht darum, welche Farben man gerne anzieht oder was gerade in ist, sondern es geht wirklich darum, was harmoniert wirklich mit deinen eigenen Farben. Ja. Und wie bringen wir das Beste daraus? Ja, die Lippen Unterschied. Verschwinden. Wow. Blass. Blasser. Ja, ja, stimmt. Fantastisch. Stimmt. Okay, wir haben wieder das klare Blaue. Ja. Im Vergleich mit den eher matteren. Ja. Ja. Sieht gut aus. Spiegelgleich. Ist okay. Ja. Bam. Ja. Wow. Ja, also diese ganzen, diese ganzen matschigen Farben sind kacke, richtig? Sieht nicht schlecht aus. Aber das ist besser aus. Ja. Fantastisch. Wow. Ja. Und jetzt wird blank gezogen. Zack. Wow. Alter Schwede. Was für ein Unterschied, oder? Ja, das ist der Hammer. Das ist echt der Knaller. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Das ist wirklich unglaublich. Jeansfarben gehören alle in den Sommer. Das hier ist dann der Navy. Ja. Krass. Siehst du? Navy. Haha. In the Navy. Dadel, dadel, dada. Da konntest du also meine Farbberatung live miterleben. Ja. Was für mich spannend war, Sarit, waren zwei Punkte. Also einmal mit dem Rosa, da hatten wir ja uns in epischer Breite drüber ausgelassen, was es alles für Rosatöne gibt. Schweinchenrosa und deine Handtasche und was weiß ich. Ja, und dann, aber letztendlich, was für mich extrem spannend war, also dass das mit Rosa mir gut steht, das wusste ich vorher. Was als Erkenntnis daraus war, eigentlich je knalliger, desto besser fast. Und es müssen kalte Töne, da kommen wir sehr gleich gut, drauf sehr zurück. Gut. Der hat gelernt. Ja, ich habe gelernt, so. Und was für mich eigentlich die größte Erkenntnis war, wo ich am Anfang gesagt habe, glaube ich, also grün steht mir überhaupt nicht. Ja. Ja, also von Miss Piggy zu Kermit. Und wo ich dann echt gesagt habe, hätte ich im Leben nicht gedacht. Und wie soll ich sagen, es wird mit Sicherheit trotzdem jetzt nicht meine Lieblingsfarbe, aber ich werde sie zumindest wahrscheinlich irgendwie mal mit einfließen lassen. Ja. Und das fand ich eigentlich super spannend. So, ja. Und jetzt habe ich wieder genug gelabert, jetzt ist unser Stargast dran. Und Sarit, sei so lieb, erkläre jetzt unserem Zuschauer ganz kurz, okay, was sind die groben Unterscheidungen, worauf muss man achten, was für Kategorien gibt's? So als Haupttypen, zu denen gibt es mit Sicherheit immer die eine oder andere Ausnahme, die Regel bestätigt. So, jetzt habe ich genug gelabert. Sarit, dein Mikro. Ja, also, wir haben die Farben in vier Jahreszeiten eingeteilt. Allein, weil es irgendwie romantischer ist, als sagen Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4. Deswegen haben wir zwei. Jetzt darfst du deine Hände hochmachen. Jetzt darf ich beide? Nee, erstmal die eine. Ja, mach mal. Tada. Genau, das ist jetzt der Winter. Sehr kalt, klare Farben. Der nächste. Ja, das sind nicht seine Farben, aber die sind auch kühl. Das sind die, die Sommerfarben. Runtergepudert, matte, kühle Farben. Genau. Dann haben wir Herbst. Warm,
Sehr satte Farben und erdige Töne. Okay, das ist Frühjahr. Warme Töne, sehr sanfte Töne. Noch alle mal? Terreur. Die vier Jahreszeiten. Und wir finden heraus, zu welcher Jahreszeit deine persönliche genetische Farben am besten stehen. Welche Farben helfen deine eigenen Töne am perfektesten durchzukommen? Genau. Ja. Also, für dich als weiblicher Zuschauer zwischen 25 und 35, ja, wie kriegst du deinen Traumtypen viel leichter? Ja, da sind also gar keine großen Tricks und was weiß ich, sondern du lässt dir einfach eine saucoole Farbberatung von Sarit. Ja. Ja, und da haben wir die, das konnte ich Sarit jetzt so aus dem Kreuz leiern. Wir haben noch eine ganz coole Sache für dich. Gibt allerdings eine Vorbedingung. Und zwar verlosen wir unter unseren Zuschauerinnen, die zwischen 25 und 35 sind, eine kostenlose Farbberatung. Ja. Ja. So vorzugsweise natürlich hier im Raum Hamburg, ganz klar. Ja. Aber Sarit freut sich auch über Besucher aus München, aus Stuttgart oder aus Berlin, die dann hier nach Hamburg kommen und wo wir dann hier die Farbberatung machen. So, die Farbberatung hat einen Wert von Minimum, ich meine, über 200 Euro, richtig? Richtig. Cool. So, also nochmal, merket auf, Farbberatung kostenlos. Wie angelst du dir leichter den Mann, deines deinen Traummann? Also über die Farbberatung, ja, sonst haben wir ja keine Tipps. Und genau, Vorbedingung oder sagen wir, einzige Bedingung dabei ist, dass du hier unter dem Video einen Kommentar hinterlässt und zwar einen, ne, jetzt nicht nur toll, sondern irgendwie mal so ein bis zwei zusammenhängende Sätze, wie dir das gefallen hat, ja, und dass du gerne an der Verlosung teilnehmen möchtest. Und dann werden wir im Laufe der nächsten Wochen dann verlosen und den Gewinner hier in der Geldschau bekannt geben. Super. Ja, Sarit, was hast du noch zu ergänzen oder was möchtest du noch gerne mitteilen? Das wird spannend. Absolut. Ja, das wird richtig cool, glaube ich. Wenn du die richtigen Farben erstmal kennst, ja, wenn du sie dann auch für dich einfach einsetzt und anwendest, dann steigt einfach der Wohlfühlfaktor. Ja. Und von daher, ne, findet sich auch eher der richtige Mann. Und dann kann man eben auch mittelfristig mal über den Nestbau, den Hausbau oder Hauskauf nachdenken. Damit habe ich jetzt ganz elegant, vielen Dank, Sarit, die Kurve gekriegt in Richtung Geldschau. Genau. Und von daher würde ich sagen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sind die nächsten Wochen wieder auf Sendung. Wie gesagt, schreib deinen Kommentar, wenn du die kostenlose Farbberatung gewinnen möchtest, schreib in den Kommentar und dann verlosen wir unter den pfiffigsten Zusendungen und besten Kommentaren eine kostenlose Farbberatung im Wert von mindestens 200 Euro. Und von daher herzlichen Dank fürs Zuschauen, dass du wieder hier zu Besuch in der Geldschau warst. Auch dir, Sarit, vielen, vielen Dank. Gerne, ich danke. Genau, und wir werden uns dann in den nächsten Wochen nochmal sehen, wenn wir den Gewinnerpreis geben. Ich freue mich sehr drauf. Klasse, winke, winke, schöne Grüße. Ciao. In den Rest von Deutschland aus Hamburg. Bis dann, tschüss, tschüss. Ciao.